Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Take It Light. So, wir hatten das letzte Mal ja unser Recycling-System fertiggestellt. Das arbeitet mittlerweile. Wir dürften hier auch schon ein bisschen was drin haben. Das nehmen wir uns. Und werden das Ganze hier mal verarbeiten, ne? So, ich glaube, ich muss da, genau, überall. Das machen wir aber dann anders. Und zwar, zack, zack, hier, hier. Gucken wir mal, was wir da rauskriegen. So. Dann könnten wir das hier noch. Okay, einmal kriegen wir noch. Dann haben wir 6 Stück. Wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Da sind ja schon wieder 5 Stück drin. Hier einmal das Holz weglegen. Eisenbarren. Dreck. Das müsste Iron Dust sein. Ein Minecart. Genau, eine Feder und ein Dreckblock. Und ich kann nicht mal mehr alles aufnehmen. Weil schon wieder mal Inventar voll. So. Heute ganz wichtig, bevor ich hier mit der automatischen Erzverarbeitung anfange, werde ich neue Lava für unsere Quarry suchen. So, mal kurz die Feder hier wegschmeißen. Und hier mal kurz eine Kiste hinstellen, dass ich vorab hier so die Sachen, die ich für die automatische Erzverarbeitung. Jetzt haben wir es brauche. Ich sollte vielleicht mein Jetpack wieder anziehen. So, dass ich die gleich hier habe. Single-Use Battery können wir eigentlich auch mal da lassen. Haben wir hier noch irgendwas in der Tasche, was wir im Moment nicht brauchen? Naja. So. Genau, und ich wollte ja dieses Mal gucken, ich sollte vielleicht mein Jetpack vorher mal ganz auffüllen, denn wir sind jetzt sicherlich eine Weile unterwegs. Zu essen haben wir noch 3 Steaks dabei, das dürfte eigentlich reichen. So, einmal hier, deshalb hatte ich ja das Jetpack eigentlich hier draußen. Packen wir hier in die MFE rein. Spitzhacke haben wir dabei, Schaufeln haben wir dabei. Das sollte eigentlich reichen. So, fertig. Nehmen wir uns das heute mit. Und ich habe gesagt, ich möchte dieses Mal eben ausprobieren, die Pumpe oben hinzustellen. Dass die... dass die quasi die Lava direkt von oben wegpumpt, weil sonst hier, ja, kann ich mich hier immer totbuddeln. Okay, das kann ich mich jetzt eigentlich sowieso, denn ich muss ja erstmal eine Lavaquelle finden. Und das wird, glaube ich, irgendwie nicht so einfach. Klar, ihr habt auch geschrieben, ich könnte das Ding in die Hölle packen. Mit einem Chunkloader. Ja, könnte man auch mal probieren, aber ich war das nicht so... dass hier Hölle und die Welt hier, dass das mit einer normalen Pumpe und einem Chunkloader nicht klappt. Brauchte man da nicht irgendwas anderes? Wie geht's eigentlich der Quarry? Also Lava hat sie zumindest im Moment noch. Oh, da unten ist ja ein See. Und warum ist da Lava? Sollten wir vielleicht mal runter gucken. Da ist doch hier irgendwo... Ja, dachte ich mir fast. Okay. Wir hatten doch vorhin ein bisschen Dreck bekommen. Wir müssen hier mal die Lavaquelle abstellen. Denn das Problem, was wir sonst haben, ihr seht selbst, ne, hier ist die Quarry schon überall vorbeigegangen wegen der Lava. Weg damit. Okay, das ist weg, das ist weg, das ist weg. Und hier noch. So, und normalerweise müsste doch die Quarry das jetzt abarbeiten, oder? Oder auch nicht. Der hat da anscheinend gerade echt ein Problem mit. Okay, dann werden wir der Quarry mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ich
vermute zwar, dass wir hier jetzt dann gleich ersaufen werden. So, einmal die Schaufel auspacken. Nicht mal. Sieht zumindest richtig lustig aus, was hier passiert mit dem Wasser. So, hätten wir das. Na, und was finden wir hier? Diamanten. Nee, das ist Quarz. Schade. Eigentlich habe ich ja für sowas die Quarry angestellt, aber ja, wenn sie nicht will. So, nächste Reihe. Ich hoffe wirklich, dass die Quarry jetzt nicht schon allzu tief ist. Ich hätte vielleicht da das letzte Mal schon reingucken sollen. Aber ja. Aber so möchte ich das natürlich auch nicht lassen. Sieht ja irgendwie komisch aus. So, habe ich denn noch genug Platz? Ja, die Tasche ist voll. Ich vermisse meinen großen Rucksack. Dem wird das hier alles einfacher gehen. Ja, jetzt kommt das Wasser natürlich hier rein. So, weiter geht's. Ich glaube, allzu tief dürfte das nicht mehr sein. Vielleicht wäre es auch gegangen, na klasse, wenn ich hier die Quarry einfach einmal an- und ausgeschalten hätte. Moment, nee, das ist noch nicht ganz die Tiefe. Boah, ist es hier dunkel. So, und das dürfte passen. Dann nehmen wir nochmal hier runter. Oder? Jupp, das passt. Au, Schaden, Schaden, Schaden. Ich höre die Quarry zumindest Dreck abbauen. Wahrscheinlich werde ich jetzt drin gleich komplett ertrinken, ganz jämmerlich. Muss ich hier noch? Ja. So. Das noch weg. Da kommt natürlich hier jetzt Wasser rein. Aber einen schönen Trichter haben wir jetzt hier gemacht mit dem Wasser. Ja, das passt. Nee, noch nicht ganz. So, jetzt aber raus hier. Sehr amüsant. Wieso ist hier Eis? Weg damit. Ist es hier wirklich so kalt? Ein bisschen, ne?
Okay, jetzt haben wir hier wieder quasi fast eine Folge vertrödelt. Ich brauche mal was zu essen. Und am besten bräuchte ich hier noch eine Kiste, die die Sachen hier wegbringt. Und es wird auch schon wieder Nacht, da müssen wir sowieso nach Hause. Okay, dann geht's eben nach dem Schlafen und nach dem Einsortieren der Items auf Lavasuche. Ich bräuchte irgendwas, wo ich unter die Welt gucken kann, wo Lava ist. So ein richtig, richtig großer Lavasee. Oh, die Mobs gammeln ja auch schon rum und ich habe nicht mal ein Schwert ausgerüstet. Sollte ich vielleicht mal tun. So. Und wieso habe ich eigentlich... Ach so, die Holzschaufel, ja stimmt, die war hier... sag's mir kurz, in dem recycelten Zeug drin. Oh Gott, Creeper. So. Rein da. Schlafen. Zum Glück geht's. Ich hätte jetzt wieder keine Lust gehabt, Monster draußen zu schlachten, ne? Wobei der Creeper da oben gefällt mir auch nicht. Zack. Und zack. Und zack. Meine Erfahrung, vielleicht kann ich mir jetzt dann bald wieder die nächste Spitzhacke verzaubern. Okay, Gunpowder muss liegen bleiben. Kein Platz mehr für. So, Kiste. Packen wir mal einen Block vor die Kiste. Cobblestone Dreck. Grasblöcke. Warum habe ich denn Grasblöcke dabei? Quarz. Lehm. Iron Dust. Zinn und Kupfer brauchen wir im Moment auch nicht. Genauso wie Eisen nicht. Denn es geht ja schließlich auf die Suche nach Lava. Glas können wir da lassen. Auch die Bricks. Und das hier. So, Stufen. Kaktus Green. Jawohl, das sollte ich vielleicht mal mitnehmen, falls ich hier noch ein paar Pipes brauche. Nur so rein zur Vorsicht. So, das war die Silk Touch. Und Glasfaserkabel brauchen wir im Moment auch nicht. Zack. Brot lassen wir auch mal da. So, das nehmen wir mit. Haben wir denn noch ein bisschen... Moment, ich habe doch das letzte Mal Fleisch hier unten reingepackt. In den Ofen. Sind die eigentlich schon voll? Nee. Warum nehme ich mir eigentlich nicht so einen Bogen mit? Wäre eigentlich eine Maßnahme. Die können wir im Moment auch hier reinschmeißen. Genauso wie die Redstone-Fackeln. Brauche ich ja im Moment, ja, obwohl. Sicher ist sicher, falls ich die für die Pumpe brauche. Und einen Eimer nehme ich mir noch mit, einen leeren. Okay, die Redstone-Fackeln hier mit rein. Den Eimer packen wir auch hier mit rein. Genauso wie das Holz. Den Schraubenschlüssel. So. Das heißt, wir holen uns jetzt noch ein bisschen Fleisch und dann, wie gesagt, geht's ab auf Lavasuche. Habe jetzt eh wieder eine komplette Folge hier vertrödelt. Was heißt vertrödelt, ne? Es war ja wichtig, dass die Quarry einfach weiterarbeiten kann und hier nicht so ein komisches Eck überlässt. Natürlich möchte ich die Pumpe auch in der Nähe haben. Na, unter die Map gucken. Da ist doch irgendwo Lava.